Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich bin Fritz von Berlin Barbe. Ich mache hier YouTube-Videos über Equipment, über Gyms. Wie macht man einen Gym auf? Was braucht man für Equipment? Wie trainiert man vielleicht ab und zu auch mal? Und ich dachte, es ist mal wieder Zeit, dass wir einen Vlog machen. Und Vlogs machen wir ja in der Regel über mein Gym hier, Berlin Barbe, das wir hier gemeinsam aufbauen. Und wir haben Neuigkeiten. Das haben wir im letzten Vlog schon angekündigt. Und jetzt zeige ich einmal die große, große Neuigkeit, an der ich hier arbeite, manchmal. Hallo, Teddy. Bist du die Mina? Ich bin die Mina. Teddy hopp! Ja! Okay. Dum, 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 dum. So, und wir gehen jetzt mal wo rein. Ich stehe jetzt hier in diesem Moment gerade gemeinsam mit Daniel macht Griffkrafttraining und Fußböden. Was ist, kann man das so sagen? So gerade. Ja, und ab und zu trainiert er seinen rechten Oberarm. Ja, könnte aussehen, sieht aus wie meine Wade, Alter. So, wir stehen hier in einer Halle. Und in dieser Halle wird es sehr, 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 sehr bald auch Berlin Barbe Training geben. Und diese Halle zu bekommen war nicht ganz einfach die letzten Monate. Aber sie hat eine geile Eigenschaft. Wir haben hier eine Tür. Diese. Und diese Tür führt in die erste kleine Halle von Berlin Barbe. Wir stehen jetzt quasi hier in der zweiten Halle von Berlin Barbe. Und ich bin mit Daniel hier. Mit Daniel plane ich zusammen, genauso wie mit Alexi, den Umbau dieser Halle. Und in dem Zuge wollte ich so ein bisschen zeigen, was hier so ansteht, was wir hier machen, was der Plan ist. In dieser Halle ist geplant, dass wir klar schwarzen Boden haben. Gelber kommt einfach nicht so gut. Und an dieser Wand kommt ein wandmontiertes Rig für all die ganzen Crossfit-Klimbimsen. Und dafür muss natürlich hier einiges gemacht werden. Ne? Waschbecken muss weg, alter Elektroschrank, der nicht mehr gültig ist, ist weg. Werkbank muss weg, alles muss weg. Da kommen auf jeden Fall einige Videos zu. Und ja, dann gibt es ja hier in dieser Halle noch eine andere Perspektive. Und ja, also... Ich habe schon wieder Ideen, muss ich leider zugeben. Liebe. Das zeige ich aber, dann könnte man irgendwann vielleicht mal die Chance haben, das zu bekommen. Ja, Mietpreise hier in Berlin sind nämlich nicht lustig. Da bin ich wieder und wir haben es Sonntag. Der erste Teil dieses Videos war am Donnerstag, denn es ist eigentlich war geplant, dass was auf mich wartet, dass was ankommt, dass ich was abholen kann und genau das ist nicht passiert und ich war Freitag bis Sonntag in der zweiten Stadt meines Herzens und zwar in Wien zusammen mit Leon von Moving Monkey, Mina und Sophia und habe deshalb eine neue Lieferung verpasst, die wir bekommen haben hier fürs Gym, denn wir verändern ja die ganze Zeit ganz viel. Ich bin ja die ganze Zeit irgendwie dabei, dieses Gym weiterzuentwickeln, weiterzukommen und was Neues zu machen. Und bei Gelegenheit dachte ich, ich zeige einfach mal, wie es jetzt hier so aussieht, was wir hier gemacht haben, was der Plan mit dem Gym ist und was wir an Equipment nochmal nachbestellt haben und vielleicht auch warum. Ich habe das Gefühl, es könnte den einen oder anderen interessieren, der auch so ein kleines Gym hat. Eine Frage wurde tatsächlich auf diesem Kanal noch nie so richtig beantwortet. Und zwar, was machen wir eigentlich hier in unserem Personal Training Private Group Classes Gym bei Berlin Barbe? Denn klar, wir reviewen immer Equipment und zwar eine ganze Menge und ich spreche sehr viel über Personal Training Gyms und mache Online-Coaching für Athleten, aber in meinem Gym hier bei Berlin Barbe machen wir das tatsächlich gar nicht. Denn in diesem Gym hier, und das ist auch der große, große Purpose, gibt es primär Personal Training Classes, 6 bis 8 Leute für Menschen, die einfach nur gerne geführt mit einem Trainer auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau trainieren möchten in einer privaten, schönen Atmosphäre. Das heißt, dass meine große Leidenschaft das Equipment ist und was man am besten so braucht für so ein Gym und wie man das Ganze aufbaut, spiegelt sich in meinem Gym nur darin wieder, dass ich erkannt habe, wofür eignet sich denn meine Location, die ich jetzt habe, was kann ich damit machen und wie mache ich daraus das bestmögliche Produkt für das Berlin Barbe Private Gym, das wir hier haben.
Und in Zukunft will ich natürlich für den Performance Gym auch nochmal was machen, aber da arbeite ich schon seit einer ganzen Weile dran. Es gibt noch keine Neuigkeiten, denn es braucht alles noch viel zu viel Zeit. Das heißt, in meinem Gym hier, im Berlin Barbell Private Gym, dreht sich alles um kleine Group Classes mit hoher Coaching-Qualität und tatsächlich, die Menschen, die hier trainieren, die Leute, die zum Training kommen, wollen einfach nur richtig, richtig schön gut trainiert werden von sehr gut ausgebildeten Trainern in einer sehr schönen Atmosphäre. Deshalb ist unser Gym hier auch einfach sehr, sehr hübsch und es trainiert tatsächlich auch nur ein einziger Athlet von mir hier, der Powerlifting trainiert und der sehr, sehr, sehr flexibel ist, dass er die Kurszeiten nicht stimmt. Ansonsten haben wir hier sehr, sehr wenig Open Gym Training. Und wenn, dann natürlich nur für die Leute, die hier auch in die Kurse kommen. Das heißt, Athletentraining macht sich hier tatsächlich gar nicht gut. Und deshalb gibt es das Ganze auch nicht. Und deshalb zeige ich jetzt einfach mal bei dem Purpose, den wir haben, zusätzlich zu den Equipment Reviews, was für Equipment wir hier so haben, warum und wie sich das dann in Zukunft natürlich auch mit der anderen Halle verhalten wird. Wir stehen jetzt hier in der Hauptfläche. Wir haben dort hinten die Bikes, eine Pull-Up-Stange, die ab und zu genutzt wird, wenn wir Klimmzüge trainieren im Gym. Dann haben wir hier unseren Tresen, der hübsch gemacht wurde. Wir haben viele Pflanzen hier reingebracht, weil die eine sehr, sehr gute Stimmung machen. Dann haben wir hier einen neuen Scheibenständer mit Stahlscheiben, die ich persönlich einfach ziemlich geil finde, reviewen möchte und ausprobieren möchte für die neue Halle und ein weiteres Projekt, das wir planen. Deshalb gibt es die jetzt gerade hier und die packen wir jetzt quasi zu den Flächen hier dazu. Im Laufe des Umbaus werdet ihr auch noch sehen, wie sich die ganze Halle verändern wird. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Pläne und dann werdet ihr auch verstehen, warum der Scheibenständer schon da ist. Und da kommt dann noch ein zweiter hin. Wir haben hier die Plate-Regale oder das Plate-Regal mit unseren Weightlifting Competition Plates und den Affenhandscheiben. Von diesen Affenhandscheiben kommen nochmal 5 Sets, 15, 15, 20 dazu. Das heißt, für diese Scheiben hole ich auch nochmal solch einen Scheibenbaum und die stehen dann wahrscheinlich dort drüben auf der gegengesetzten Seite. Und dann haben wir hier noch selbst gebaut, mein Powerlifting-Athlet, liebe Grüße an René, danke dafür, hat selbst gebaute Plate-Halterungen hier an das Rig rangebaut. Und die sind richtig geil, weil das einfach multifunktionell mega, mega geil funktioniert. Und wir so nicht mehr dieses Chaos da unten auf dem Boden haben, das wir lange hatten. Da bin ich sehr begeistert. Hier haben wir noch ein bisschen Chaos, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die nächste Sache, die René gebaut hat, richtig geil, sind Technikscheiben aus Holz. Ich versuche mal eine rauszuholen. So, das heißt, wir haben ja, IWF Standardgröße Plates gebastelt aus Multiplexplatten für die Anfänger gerade im Kreuzheben lernen, Weightlifting lernen, meinen Weightlifting Kurs. Das heißt, wir haben jetzt Scheiben, die wiegen ungefähr 1,5-2 Kilo aus Holz, sind sehr, sehr preiswert. Werde ich nochmal ein ausführliches Review zu machen, wenn ihr das wollt. Gerne unten in die Kommentare. Und muss sagen, dass die richtig, richtig geil sind, aber hier oben sieht es natürlich noch etwas chaotisch aus, soll sich möglichst bald ändern. Hier oben in den Regalen, abgesehen von der Pflanze und der Musikbox, Aura, Harman Kardon Aura, die ist jetzt von JBL Aura, kann ich nur empfehlen. Mega geil für so ein kleines Gym, macht den Ultrasound. Internets haben wir auch. Wir haben hier kein Kabel anliegen, deshalb so ein mobiles. AppMats haben wir gerade frisch dazu gekauft, vom Strength Shop auch zusammen mit den anderen Sachen. Einfach weil für Sit-Ups und so eigentlich ganz geile Übungen. Leute mögen Bauchmuskelkater, ich verstehe nicht warum, aber sie mögen es. Und hier verschiedene Kisten, in denen wir so Straps, Zughilfen, Fat Grips, was auch immer sortiert haben. Dann ein Pussypad für Hip Thrusts, ne? Nicht für Kniebeugen, so weit kommt es noch. Kreide, die ich unterwegs zum Training mitnehme, steht da, gehört da nicht hin. Unseren Helm, den Helm, den ich von Manoli geschenkt bekommen habe. Grüße gehen raus. Parallels, Must-Have für jedes Gym. Jerkblöcke sind hoffentlich bald raus hier, gehören woanders hin. Squat-Stands, vergessen wir. Ja? Braucht man natürlich. Squat-Stands geht nicht ohne. Dumbbells ohne Ende. Ganz besonders viele, viele leichte Gewichte für die Mädels, die hier trainieren. Denn das ist tatsächlich unsere primäre zum Training kommende Kundschaft. Es sind sehr viele Mädels, die es mögen, hier in einer geilen Atmosphäre trainieren zu können und nicht bei McFit oder FitX oder FitOne oder OrangeFit oder was auch immer, ja, auf Geräte zu warten und dumm angemacht zu werden. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ne? Stangenhalterung ist leider voll, kriegen wir gleich ein Problem. Und ansonsten, alles andere kennt ihr, außer dass wir hier oben in diesen Deckenleisten, es war hier mal eine Lackiererei,
haben wir Ringe angebracht, weil wir zu wenig Pull-Up-Stangen hier installiert haben. Und so können wir immer schön Pull-Ups ringen, auch an den Ring. Und wenn wir 6 Paar Ringe aufhängen, haben wir dann 6 Pull-Up-Stationen und können immer noch Ringe an die Pull-Up-Stangen dazuhängen. Das heißt, wir haben dieses Problem mit zu wenig Höhe und zu wenig Platz für Pull-Up-Stangen sehr gut gelösen können durch Ringe. Und Ring-Pull-Ups sind mindestens genauso schön und genauso schwer wie Pull-Up-Stangen. Pull-Ups. So. Das hier ist alles nicht neu, das kennt ihr alles. Wir haben hier eine ganze Menge Kettlebells, da kommt auch noch eine ganze Menge dazu. Squat Stance, GHD, Reverse Hyper Review gibt's schon, Sandbag Review gibt's schon. Zu den Pads von Eskimais, wo das Review eher dürftig ausgefallen ist und wir Feedback bekommen haben, es war eher nicht so geil oder auch scheiße, werden wir nochmal ein neues machen, denn die machen echt einen guten Job. Davon wird es auch noch mehr geben hier für meinen Gym, definitiv. Aber das ist insgesamt die Trainingsfläche, die jetzt schon so ein bisschen weitergekommen ist. Und dann haben wir hier in den Umkleideräumen, die es vorher nicht gab, etwas umgeräumt. Ja, wenn man hier durch das Gym durchkommt, ne, dort geht es durch die Tür, haben wir nach rechts. Das hier ist unser Aufenthaltsraum. Das schallt noch sehr, hier fehlen nämlich noch Sachen und ich muss diese Leiste wieder ausmachen, weil die flackert. Das hier ist der Aufenthaltsraum, in dem wir hier einen Fernseher hingeklatscht haben. So ein bisschen angenehme Atmosphäre. Ein Regal, wo man Sachen hinstellen kann. Eine Couch, darauf liegt meistens Kaliper, dementsprechend die Decke. Nicht jeder mag Hundehaare, der kann die dann runternehmen. Einen vernünftigen Esstisch, eine Mikrowelle, Kühlschrank, clean. Cold Brew wird vorbereitet, passend täglich für unseren Kursbetrieb. Also wer Specialty Coffee, Cold Brew und den ganzen geilen Scheiß mag, der jetzt irgendwie nicht aus dem Bürokaffee kommt, der kann sich gerne hier mal melden und vorbeikommen und nur einen Kaffee schlürfen kommen nach dem Training. Und ansonsten hier haben wir jetzt den Aufenthaltsbereich und hier drüben bauen wir gerade die Umkleide. Das ist jetzt gerade noch Nikos Schreibtisch. Der wird aber dann nochmal in das neue Büro kommen, wenn es endlich da ist. Und dann wird das hier die Umkleide, denn dort hinten, hinter der spanischen Wand, ist nämlich auch die Dusche, die einzige Dusche. Und das zu dem Raum. Und jetzt packen wir noch was aus, denn hier gibt es eine Überraschung. So, nach einer kurzen Unterbrechung bin ich wieder zurück im Gym, denn ich habe den da. Mich. Und der Maya. Beim Power Girl Camp einpacken geholfen. Und deshalb hilft Dominik, bevor wir Knoblauchhühnchen essen, beim Unboxing. Beim Undressing. Das erste neue Investment sind 5 Kilo Aluminium-Technikstangen vom Strength Shop für die Anfänger im Weightlifting, damit man nicht gleich von Besenstiel auf 15 bzw. 20 Kilo springen muss. Review folgt. So. Ah, ist das nicht? Die sind nicht zugetackert. Geil! Unboxing Struggles. Sound, Alter. Gut gelagert. Hä? Gut gelagert. I love it. So, was haben wir hier, Fritz? So, der ultimative Test. Was haben wir hier? Wir haben 15 Kilogramm IVF Standard Weightlifting Bar vom Strength Shop. Kostenpunkt 259. Review folgt. Und was haben wir hier, Fritz? So. Last one. Letzte Investition. Weightlifting, Strength Shop, 20 Kilo, IVF Weightlifting Bar, 279 Euro. Wollte ich haben, weil wir haben eine zu wenig. Und ja, Review halt. Equipment, Stahl.